Herzlich willkommen zur Produktvorstellung des Nash Wingsurfer Matador LT. Ein ganz neuer Wing. Wir haben euch den Matador ja schon vor kurzer Zeit auf der Website in Form eines Testberichts vorgestellt. Der Matador LT ist ein Update dieses Wings mit einigen Detailänderungen. Dazu komme ich gleich noch, darauf komme ich gleich noch kurz zu sprechen. Preislich sind die Wings gleich und LT steht in diesem Zusammenhang für Light. Das heißt, man hat versucht, bei diesem Modell eben noch ein bisschen Gewicht rauszubekommen. Wie man das erreicht hat, dazu gleich mehr. Erstmal vielleicht noch kurz zur Outline, Profilverlauf und zu den Größen. Dieser Wing ist in den Größen 3, 4, 5 und 6 Quadratmetern erhältlich. Wir haben die Größe mit 5,0 wieder getestet, um auch so eine Vergleichbarkeit eben herzustellen. Und bei dieser Größe macht der Gewichtsunterschied zum normalen Matador ungefähr 350 Gramm aus. Die Outline, hatte ich gerade schon erwähnt, ist die gleiche, auch der Profilverlauf. Auch der Matador LT hat hier im vorderen Bereich ein sehr, sehr tiefes Profil und vor allem eine sehr, sehr dicke Front Tube und eine dicke Middle Strut. Das macht man eben, um den Wing steif zu bekommen und auch eben dieses tiefe Profil dann generieren zu können, der dafür sorgen soll, dass dieser Wing eben möglichst klein gefahren werden kann, mit möglichst viel Pump Power dann auch reagiert und dann eben auch bei der Welle, auf der Welle beim Driften und beim Rausfahren eben möglichst viel Leistung auch liefert. Wenn wir uns einmal so die Ausstattungsdetails angucken, dann sieht man, dass der LT eben aus den benannten Gewichtsgründen kein Fenster mehr hat. Die Durchsicht ist also ja in diesem Fall nicht da. Dafür hat er aber ein anderes Griffsystem bekommen und das ist in unseren Augen ein großer Fortschritt oder ein großer Vorteil gegenüber dem normalen Matador. Der normale Matador hatte ja nur diese kleinen Schlaufen und da hatten wir eben immer so ein bisschen das Problem, dass bei manchen Testern die Position gut gepasst hat, bei anderen hat sie wiederum nicht so gut gepasst. Das Ganze ist immer so ein bisschen gewichts- und auch größenabhängig. Und dieses Problem hat man natürlich nicht mehr, wenn man diese breiten Schlaufen hier verwendet. Ihr habt einen seitlichen Spielraum, die Griffe sind auch sehr, sehr fest. Ihr habt einen guten Kontakt zum Wing. Der Wing wird also nicht zu unkontrolliert. Und in unseren Augen ein großer Fortschritt und damit auch ein deutliches Plus, was die Freeride-Eignung dieses Wings angeht, weil man eben mit schöner, gleichmäßiger Zugverteilung dann auch unabhängig von Körpergröße und Gewicht wingen kann. Kurz noch zu den weiteren Features. Wir haben einen relativ kleinen Verbindungsschlauch oder einen dünnen Verbindungsschlauch von Leading Edge zur Middle Strut. Das ist beim Aufpumpen eigentlich egal. Beim Entlüften dauert es schon relativ lange. Das ist in unseren Augen nicht ganz ideal. Und Stichwort Aufpumpen. Wir haben bei Nash traditionell dieses SUP-Ventil verwendet. Die Leash hat uns gut gefallen. Nach kurzer Eingewöhnung muss man sagen, es ist nämlich eine Coil Leash. Das heißt, sie ist immer so ein bisschen auf Zug. Wenn ihr also jetzt die Leash an der hinteren Hand habt, dann zieht es immer so ein bisschen. Da muss man sich manchmal so ein bisschen dran gewöhnen. Aber es ist insgesamt eine gute Leash, die auch gut gepolstert ist mit einem ausreichend langen Klett. Das hat uns letztendlich gut gefallen. Und wenn wir noch so kurz auf die Verstärkung einmal blicken, dann sieht man, dass hier vorne an der Leading Edge teilweise auf die Patches, auf die Nahtabdeckung verzichtet wurde. Und erst hier im vorderen Bereich hat man dann dieses Kunstlederpatch aufgenäht. Das führt dann dazu, dass man damit schon auch mal bedenkenlos Wingskaten gehen kann, beispielsweise. Und alles weitere würde ich sagen, lest ihr im Testbericht. Wenn ihr Fragen habt, immer gerne unterhalb kommentieren. Wir antworten euch und dann sage ich schon mal Tschüss und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.